Kann ich von einer Altersrente mit Abschlag später einmal in eine Altersrente ohne Abschlag wechseln? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben eine Anfrage bekommen auf rentenbescheid24.de und zwar ging es darum, dass der Versicherte gerne am 1. Januar 2021 in eine Altersrente für langjährig Versicherte gehen möchte, also die in Anspruch nehmen möchte. Das ist die Variante mit 63 Jahren und 35 Jahre Wartezeit und die hat dann 10,8% Abschlag. Und unser Versicherte möchte weiterarbeiten und würde dann später einmal ganz gerne in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte wechseln. Das ist diese Altersrente, die Sie kennen, die mit 45 Jahren Wartezeit der Gesetzgeber anbietet. Und diese Altersrente ist ohne Abschlag. Da sage ich, lieber Versicherter, nein, das geht nicht. Denn wenn Sie einmal eine Altersrente gewählt haben und der Rentenbescheid ist bindend geworden, das heißt also, Sie können keinen Widerspruch mehr einlegen und die Rentenleistung wurde ausgezahlt, können Sie nicht von einer Rentenleistung in eine andere Rente oder in eine andere Rente dann wechseln. Das geht nicht. Das heißt also, der Wechsel von der Rente mit Abschlag ist dann, wenn Sie später einmal die Wartezeit von 45 Jahren durch weiteren Verdienst erfüllt haben, dann nicht mehr möglich. § 34 Absatz 4 SGB 6 schiebt diesem Wechselwunsch einen Riegel vor und dazu gibt es auch entsprechende Rechtsprechung, die diese Rechtslage immer wieder bestätigt hat. Näheres zum Thema Wechsel von der einen Altersrente in die andere Altersrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.